Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen. Hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Grimgorg, Eisenpelz und unsere Lore Challenge. Ich habe es in der letzten Folge ja vergessen zu sagen. Mein Gott, Leute, also aus meiner Sicht, seit gestern, aus eurer Sicht, seit vorgestern, ist ja bekannt, dass der Teaser oder die Teaser letzten Endes zu diesem Trailer geführt haben für Total War Warhammer 3. Ich bin so dermaßen angefixt. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine. Sag mal, wollt ihr mich trollen? Jetzt greifen die ja Doc Karras an. Also die gehen mir schon gehörig auf den Zeiger hier, diese dämliche Aufrührerarmee hier. Hat auch schon jemand korrekt von euch in die Kommentare geschrieben? Hoffentlich sind diese Aufrührerarmeen in der Form nicht mehr in Warhammer 3. Das ist nämlich wirklich ein ganz großes Minus leider am Spiel. Die sind echt nicht unterhaltsam so. So. Wir werden jetzt hier unsere Truppen einfach mal knallhart auf die Mauer stellen. Ich habe keine Ahnung, ob die Fernkämpfer an der Stelle richtig sind. Ach Gott, da kommt der Jen. Nee, dann muss ich das ein bisschen anders handhaben. Ganz im Ernst, ich hol alle nochmal da runter. Ich will, dass die hier da sind. Du da. Du da. Ihr hier. Ihr hier. Du da. Und du da. Ist ein bisschen enge zu die hier, aber... Ochse sind das hoffentlich gewöhnt. So, und du bist auch noch hier mit dabei. Okay, dann geht's jetzt los. Es sind jetzt wieder zwei Generäle, die jetzt hier ankommen, aber vielleicht... Ich glaube nicht, dass die Türme genug Schaden machen. Sind wir schon bei 11%. 16, 20. Es wäre witzig, wenn ich das Ding jetzt zerstören könnte. Aber jetzt kann halt der schon wieder nicht mehr... Das muss auch geändert werden in Warhammer 3, ohne Witz. Nee, aber was ich interessant finde, ist halt, dass es in Warhammer 3, also, ja, das Chaos-Dämonen jetzt angekündigt worden sind. Zusammen mit Kislev. Es gibt einen Hint, also so einen kleinen Hinweis auf Katai. Und noch einige große Fragen. Zum Beispiel, ich frage mich, was ist mit den Ogerkönigreichen? Kommen die? Denn die sind eigentlich zwischen Katai und Kislev, also dem Weltenrandgebirge. Eigentlich bin ich der Meinung, sind die sogar noch viel wichtiger als Katai. Aber das ist zumindest für aus rein Gameplay-technischer Sicht so, ne? Daher ja das Ganze jetzt, so wie es aussieht, zusammen mit Games Workshop alles hier gemacht wird. Also, dieses Spiel jetzt hier quasi, Warhammer 3, wird natürlich für Games Workshop der Fokus auf einer neuen Armeeliste liegen, die jetzt zusammen mit Creative Assembly jetzt hier letztendlich entwickelt wird, weil dann sparen die sich natürlich irgendwo in Form eines Joint Venture so ein bisschen das Personal, um dann letztendlich die Artworks zu machen und das Ganze auszuarbeiten. Und damit gäbe es dann eine neue Armeeliste. Also ich denke, dass halt quasi das der Grund ist, warum jetzt das jetzt hier eventuell vielleicht als allererstes hinzukommt. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ohne Ogerkönigreiche eigentlich die Map, die da höchstwahrscheinlich geplant ist, nur sehr wenig Sinn ergibt. Das ist zumindest meine Meinung. Dürft ihr mir mal gerne eure in die Kommentare dazu schreiben. So, jetzt kommen mir wieder diese ollen Flieger an. Die jetzt hier, so wie es aussieht, einen Angriff auf die hier planen. Oder auch nicht. Sie sind teilweise gelandet. Sagen wir es mal so. Es könnte gut sein, dass wir denen sogar down bekommen. Mit ein bisschen Glück. Und was ist mit euch? Kommt ihr nochmal runter? Sie scheinen sich gerade eben nicht so ganz sicher zu sein, was sie hier machen. Ach ja, der Goblin-Held flieht schon wieder. Und es soll ja angeblich ja auch, also das weiß ich noch gar nicht, wie das funktionieren soll, einen, also quasi an dem, das Reich des Chaos soll im Spiel drin sein.
Das ist halt die große Frage, ne? Wie hat letzten Endes sich die Wirtschaft oder generell das Gameplay mit Wirtschaft für die Dämonen des Chaos darstellt? Und vor allem, was hat das am Ende für Auswirkungen auf die normale Chaos, also Archon-Fraktion, wo man einfach berechtigt die Frage stellen kann, werden die dadurch auch geändert? Weil es wurde ja quasi jetzt schon wieder so eine quasi Mortal Empire, keine Ahnung, wie das dann heißen wird, Kampagne angekündigt. Aber das würde ja bedeuten, dass ja auf jeden Fall diese Fraktionen auch mit im Spiel sein müssten. Und die Frage ist dann letzten Endes bloß, in welcher Form? Ob dadurch natürlich auch eine komplette Änderung stattfindet. Es wäre ein bisschen schade, wenn nicht. Weil das wäre halt echt düster, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Creative Assembly natürlich jetzt hier in Kombination mit dem DLC natürlich einfach mal so alles ausdenkt und wir damit jetzt höchstwahrscheinlich bis Herbst warten müssen. Also im Herbst erwarte ich diesen DLC. Was ich ja ursprünglich ja sogar schon gesagt habe, ne? Also ich war ja von Anfang an der Meinung, dass tendenziell wohl der Herbst der entscheidende Monat sein dürfte, also der Herbst, die entscheidende Jahreszeit sein dürfte. Also ich tippe natürlich immer noch auf September, weil das so der Klassiker wäre für CA. Aber man kann natürlich nicht ausschließen. Ich hole schon mal hier ein paar Orks hier noch ran. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass da eventuell das Ganze sich auch bis Oktober hinein verzögert, ne? Zu Corona-Zeiten, sage ich jetzt mal, kann man leider überhaupt gar keine Aussage mehr treffen, wie lange was momentan dauert bei den Computerspielen. Ja, und dann bin ich halt auch auf Kislev insgesamt gespannt, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus irgendeinem verrückten Grund, bitte fragt mich nicht wie, bin ich gespannter auf Kislev als auf die Dämonen. Vielleicht deswegen, weil die Dämonen, die kenne ich schon. Die waren eigentlich im Tabletop immer allgegenwärtig. Aber Kislev halt nicht in dem Sinne, ne? Kislev in dem Sinne war nichts so richtig Präsentes. Also es war schon präsent, aber nicht in Form einer Armeeliste. Zumindest keiner offiziellen. Sie hatten nie ein Armeebuch. Und das, finde ich, macht die Sache sehr, sehr spannend. So. Ist übrigens auch deren Gen gerade eben gefallen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich mich nicht freue auf die Dämonen. Nein, um Gottes Willen, ich freue mich auf jeden Fall auf die. Aber aus irgendeinem Grund frage ich mich, ob es nicht vielleicht Kislev ist, was mich aus irgendeinem Grund mehr abholt. Momentan zumindest. So, jetzt kannst du schon mal dahin gehen zum Schießen. Weil hier ist ja de facto keiner. Du kannst dahin gehen zum Schießen. Du kommst auch hier runter. Also wenn die sich jetzt dumm anstellen, können wir das gewinnen. Und momentan scheinen sie sich dumm anzustellen. Da fliehen jetzt schon eine Menge Gralsritter, wie man sieht hier, und manche fangen an zu wanken. Ja, die sind natürlich jetzt nicht so gut gegen unsere Truppen jetzt hier, wenn wir sie so dermaßen hier wegblocken. Ich glaube nicht, dass die KI das schafft. Ich lass mal schneller laufen. Die schicken uns jetzt hier Welle um Welle ihre Trottel entgegen. So, der nächste, der jetzt hier anfängt reinzukommen. Und für jeden, der reinkommt, gehen gefühlt drei raus. Und da oben beobachten wir mal einfach mal den Balken, ne? Da, zerstört, 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 zerstört. Perfekt, da ist der Armilos. So, ich lasse jetzt hier meine Jungs noch schießen, so gut sie können. Das muss auf jeden Fall jetzt hier noch sein. Weil vielleicht kriege ich da noch den einen oder anderen weg. Jawohl, immerhin haben sie nochmal eine Salve rausgeholzt. Und die Türme ballern natürlich auch nochmal, wobei aus irgendeinem Grund dieser Turm sich nicht bemüßigt fühlt.
Nö, der fühlt sich überhaupt nicht zuständig. Seltsamer Turm. Egal. Heldenhafter Sieg. Wobei das jetzt rein rechnerisch so war, ne? Wenn es ein offener Feldschlag gewesen wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Aber das, jetzt hat halt hier der Mathieu Michon gelernt, was die Mongolen auch schon gelernt haben, ne? Eine Mauer reitest du besser rum und versuchst nicht durch eine Engstelle zu kommen, wo eventuell irgendwelche Speerträger stehen. Wobei wir jetzt keine Speerträger hatten. Aber das macht es für ihn nicht besser. So, Doc Karras wurde gehalten. Hier steht nach wie vor die Rebellion bevor. Wir werden hier immer noch geplündert. Oh Gott, ey. So viele Plünderungen. Eins nach dem anderen. So. Du gehst jetzt hier so nah ran, wie du kannst. Und du holst jetzt hier die Mine zurück. Ich will die Mine zurückholen. Er hat den Falschen angegriffen. Das ist mega ätzend hier. Bäm. So, das bringt uns jetzt auf jeden Fall die Mine zurück. Die wird jetzt erstmal nur für uns besetzt. Und das hat jetzt die Dunkelelfen schon mal Truppen gekostet. Du kommst jetzt hier nochmal ein Stückchen näher. Naja gut, wenn er jetzt irgendwie Blitzschlag hatte, hat sich das mit dem Näherkommen sowieso erledigt, ne? Dann kann ich dagegen nichts machen. Aber ich baue jetzt einfach mal darauf, dass es nicht der Fall ist. So, jetzt kann ich ihn unsterblich machen. Sehr wichtiger Skill. Dann wirst du hier schwer zu treffen sein. So, die Bittersteinmine wird sofort abgegradet, damit der Gegner auch schnell einen Grund hat, sie sofort wieder anzugreifen. Ich will ihn nach wie vor. Jetzt, wo es wichtig gewesen wäre, es ist jedes Mal der Fall. Und wieder werden sie entkommen, ne? Weil Spiel sagt einfach nein in dem Moment, wo es wichtig wäre, sie messern zu können. Ich versuche hier diese Armee zu blockieren. Das hat geklappt. Das brachte mir noch mal ein bisschen Zeit ein. Und wir haben Koron. Oh, ich habe vergessen, mich, glaube ich, in die Dingsstellung zu begeben. So, jetzt versuche ich hier nochmal Burg Artois auseinanderzunehmen, dass die sich hier nicht gleich wieder aufbauen. Das wäre mir ein Bedürfnis, ihnen hier in die Suppe zu spucken. Die sind nicht dazu in der Lage, mich hier anzugreifen. Schloss Tempelhof. Ja, baue ich weiter aus. Drakenhof verbessere ich. Das da bitte rein. Das da rein. Das da rein. Und das da rein. Dann haben wir schon die wichtigsten Sachen gebaut. Jetzt muss ich gucken. Ach komm, das ist doch eine Billigtruppe. Spiel sieht das aus irgendeinem Grund anders. Kann mir nicht vorstellen, dass die das gewinnen. Kann mir nicht mal vorstellen, dass es wirklich eklatanten Schaden macht. Ich mache mal eine Vorhersage. Die killen nicht mehr als 700 Mann von uns. Ist nur so eine Schätzung. Bin mal gespannt, wie nah ich dran bin. Mache ich das auch schon, ne? Also, bei uns im Livestream gibt es jetzt seit neuestem immer so Möglichkeiten, drauf zu wetten. Also Kanalpunkte zu wetten. Die sind nichts wert, ne? Die sind einfach bloß so zum Spaß da. Damit ich halt Faxen mache, so nach dem Motto. Und da gibt es jetzt sozusagen immer wieder so Wetten, so nach dem Motto, schafft Mörb diese Schlacht oder so weiter und so fort. Und wenn ihr das mal sehen wollt und mitmachen wollt, dann kommt doch einfach mal vorbei auf twitch.tv/mörb. Meistens bin ich montags mit Total War Warhammer live, ab 19 bis 23 Uhr. Aber manchmal auch Sonntag und manchmal auch Dienstag. Aber meistens Montag. So. Du gehst hier mit voll YOLO rein. Und wir gehen jetzt hier einfach nach vorne. Go! Na, dich will ich dann hier sehen. Kleiner, lustiger Männergesangsverein. Also das tut jetzt hier natürlich schon weh, keine Frage, ne? Ihre dämlichen Artilleriesachen.
Da haben wir jetzt auch schon einige verloren. So, und jetzt kannst du hier mal all in gehen. Hat der gerade Hugo Boss gesagt? Klang fast so. So. So, jetzt greifen wir die von hinten an. Da rennt auch schon das erste weg. Du hast ja noch gar nichts angegriffen aus irgendeinem Grund. So, oder da kommt ihr, rollt es da drüber. Ihr geht da hinterher. Wir dürfen denen jetzt halt einfach keine Zeit lassen, sich zu erholen. Du gehst jetzt mal hier helfen, den Jen zu töten. Oh, jetzt hat er den Zauber hier nicht gemacht. Na, ich sag doch, dass sie keine Chance haben. Da flieht jetzt auch deren Gen schon. So, der kann jetzt nicht mehr weglaufen. Der Geschoss ist halt einfach komplett verhungert, ne? So, das war's. Da spare ich mir auch das Hinterherrennen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich mir den 700 recht hatte. 323, ich hab viel zu vorsichtig getippt. Ach ja, ich sehe halt die Einheiten, ne, und weiß sofort, was die können, ne? Und wenn du halt weißt, was du kannst, dann weißt du, dass sie nicht gefährlich sind. Aber ich hatte echt gedacht, dass sie noch mal ein bisschen mehr draufholzen. Aber was soll's. Wir haben sie auch schon ordentlich gepusht. So, jetzt werden wir den hier auch noch vernichten. Aber vorher machen wir noch den Level Up. Der hat hier schon alles. Dann wird er hier nochmal ein Spezialist. Bam. Das hat jetzt übrigens mehr gekostet. Guck mal, das ist so lächerlich, dass das jetzt hier so viel gekostet haben soll. Eieieiei. Das Spiel hat manchmal einfach nur Allüren. Das Wichtige ist, dass ich hier wegrennen könnte, wenn es sein müsste. Ich hoffe nicht, dass wir wegrennen müssen. Es wäre sehr ärgerlich, wenn das so wäre. Aber ich kann es nicht ausschließen. Karak 8 Gipfel. Nö, mache ich immer noch nichts. Nur sobald ich was baue, wird er angreifen, der Mistkerl. Ich kenne das Spiel doch. Ja, Arkendorf bekommt jetzt hier gleich die Rebellion. Den kann ich nicht blockieren.
Dann haben wir noch den Spinny. Ja, den kann ich eigentlich. Ich möchte mal gucken, ob das da oben von den Skaven schon besetzt ist. Ach, gucke mal. Der Never. Admiral Blutsauger ist da. Okay, Turn beenden. Ich beobachte das hier mit Argusaugen. Die ist schon ein bisschen dumm, oder? Dann hole ich das Geld. Die hat sich ja gerade eben wirklich einfach nur weggeworfen. Und diese Schlacht um Baragwar müssen wir kämpfen. Machen wir auch noch in dieser Folge. It would be too early to leave now. Die haben aber auch schon angeschlagene Truppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nahkämpfer bloß. Die sie dann auch wahrscheinlich nicht mal. Ne, die schicken die nicht mal in Türmen hierher. Die haben nur zwei Rammböcke. Aber sie haben den ollen Imperator Karl Franz. Wisst ihr was? Der Junge hier, der Schamane, bekommt hier eine Trollbrigade als Verteidigung. Einfach weil ich es nicht anders einsehe. So. Dann machen wir das so hin. Fernkämpfer. Ne, warte mal. Fernkämpfer können wir eigentlich theoretisch nach wie vor einfach besser hier aufstellen, ne? Das hier sind quasi imperiale. Ne, zwergische Städte. Und die zwergische Städte sind so super, was das angeht. Hier ist eine Menge Arti. Hier ist eine Menge Fernkämpfer. Ganz im Ernst. Den Gobbo, wie der abgeht. Ich stelle den Schwarzorg dahin. Den Schwarzorg dahin. Den Schwarzorg dahin. Dich noch damit hin, falls es da wichtig wird. Dann, wie gesagt, also ich rechne eigentlich mit einem ganz starken Angriff von Franzl. Wobei, warte mal, ich könnte hier eigentlich rausgehen und hier schon mal Druck machen. Mit denen hier, das ist besser. Und die stelle ich auch noch mit dazu, weil ich paranoide bin, was Karl Franz angeht. Okay, dann go. Ich will, dass die Artillerie hier primär unter Feuer genommen wird. Hier das mit den Demi-Greifen ist okay. Hier auf den Kriegswagen bitte schießen. Boah, die machen halt hier echt Damage auf der Mauer, ey. Ihr kommt jetzt hier so schnell raus wie möglich. Da hat es noch mehr. Haben wir gerade gesehen. Jetzt kommt mal da raus, da. So, sie sind draußen. Noch macht Franz hier nichts. Das war jetzt hier diese Mauer. Jetzt kommt Franz. Das hat de facto gar keinen Schaden gemacht. Also wirklich gar keinen. Du musst jetzt dahin, du dahin. Die klettern jetzt hier schon wieder mit der Trottelbrigade hoch. Den hier brauche ich gar nicht. Das heißt, ich kann ihn da drüben hin bewegen. Ich guck mal, ob das jetzt hier was bringt. Fast nichts.
Da funktioniert das mit dem Schießen. Mit Imperator Karl Franz funktioniert das irgendwie nicht so. Ja, ich ziehe jetzt hier die Truppen runter. Und War an, der hilft uns auch. Es sind halt noch 7, ne? Es sind 7 Typen. Da ist jetzt hier das Mäuerchen offen. Oder das Türchen in dem Fall. Das versuche ich hier erstmal alle reinzulocken. Es sind ja dann doch noch einige, die da jetzt hier ankommen. Und wenn ich die jetzt hier alle an ein und derselben Stelle binden kann. Wird es wahrscheinlich trotzdem nicht viel bewegen. So, jetzt möchte ich mal der Artillerie hier mal Einhalt gebieten, ne, weil die nämlich hier anfängt, echt uncoole Dinge zu tun. Drüben kann ich gar nicht sagen, ob das gut läuft oder nicht. Jetzt kommt der große Punkt, ob ich ihn hier treffen kann. Nee, kann ich nicht. Boah, es kommt endlich her, ey. Das Ding muss endlich mal aufhören zu ballern. Ich habe keine Ahnung, ob das trifft. Zauber da drauf? Komm, gib mir meine mit! Bist halt an der Mauer hängen geblieben, ne? Jetzt haben wir das hier endlich geschafft, dass die nicht mehr wollen. So, kommt jetzt her. Ihr greift jetzt die von hinten an. So langsam aber sicher trägt es auch Früchte, mit Imperator Karl Franz da permanent auf ihn zu schießen. Der ist schon ziemlich weit runter. So. Ja. Er bekommt Damage. Hier drüben, ey, gewinnen tatsächlich die blöden Fernkämpfer den Nahkampf. Ich glaube, da haben wir mal ein paar Freiwillige, die in die Suppe kommen. Das war ein Volltreffer, aber es hat fast keinen Schaden gemacht. Ich habe fast die gesamte Munition in den Reihen gepumpt, ne? Ah. Er will unbedingt hier kämpfen, dann soll er es haben. Also es macht Schaden, aber es ist weniger als erwartet. Er hat nicht mehr viel. Die Schützenreiter hier. Oh Gott, es sind sogar schon 3 jetzt hier. Da ist noch wieder dieser komische Kriegspriester mit dabei. Den keiner eingeladen hat. Ich hätte es ganz, ganz gerne, dass jetzt hier mal dir fertig gemacht werden. Aber natürlich, jetzt steht erstmal eine meiner Einheiten hier. Der ist zerstört. Oh, kann es sein, dass der Armilos bei denen einsetzt? Ja. Jetzt muss ich nur noch Karl Franz bezwingen. Ach, Karl Franz ist tot. Ist aber schlecht für Karl Franz. So, dann, da hat es nochmal die Karoburger hier. Die wollen nicht aufhören.
Ja, die muss man jetzt halt einfach hier quasi komplett niedermetzeln. Ich fände es trotzdem ganz erbaulich, wenn ihr jetzt hier mal verfolgen würdet. Dann kann ich mit denen hier schon mal darüber gehen. Vielleicht hier nochmal den einen oder anderen abfangen. Das sind halt noch 74, ne? Die sind halt echt zäh. Ich weiß schon, warum ich die bei meinem Let's Play haben wollte. So, komm, renn, renn, renn. Oh, das gibt's aber nicht. Schieß, komm. Einfach mal jeder mal nochmal den hinterherballern. Dass sie sich auch niemals sammeln. So, jetzt machen wir mal die Geschwindigkeit höher. Ihr geht es denen hier einfach mal in den Rücken. Die werden natürlich nicht wegrennen. Aber ihr seht, wie die Hitpoints jetzt dann deutlich sinken. Oh ja. So nach und nach hier werden sie so richtig schön als Belag, der sie jetzt sind, zwischen diesen grünen, verpilzten Sandwich-Scheiben. Puh, da will das Bild. Zerlegt. Stirb. Na also. Hey, Pyrrhus-Sieg hin oder her. Hauptsache, wir haben es gewonnen. Vor allem, wir haben gegen Imperator Karl Franz hier gewonnen. Gut. Dann sage ich mal danke für eure Aufmerksamkeit. Ne? Wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über das Announcement von Total Warhammer 3 findet. Und was ihr so glaubt, was vielleicht sein könnte oder was auch nicht. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.